Ich hatte Lust, einen psychedelischen Pilz zu machen. Dafür habe ich mir zuerst hier so eine ganz popelige Skizze gemacht. Ja, hier ist der Pilz. Den habe ich, das ist aus Styropor, den habe ich in so einen Becher reingetan, weil er dann stabiler ist. Ich habe hier so einen Teller, Pappteller, wo meine Farben drauf kommen. Drei Pinsel, Acrylfarben. Ein paar von denen leuchten auch im UV-Licht. Fand ich persönlich ziemlich fancy. Hier ist mein Wasser. Dann habe ich was zum Abputzen für die Pinsel und hier noch mehr Farben. Und ja, ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Als erstes habe ich hier diesen Bereich blau angemalt. Und dafür habe ich mehrere Farben zusammengemixt. Ui, hebt es. Und zwar habe ich die Farbe genommen. Das ist Ultramarinblau. Dann so eine Nachtleuchtfarbe ein bisschen reingemixt und dann aber auch noch einen kleinen Tick Pink, weil ich das persönlich mag, wenn Blau so einen ganz leichten Pinkstich hat. So, ich habe das jetzt hier angemalt. Dafür habe ich Neongrün mit normalem Grün gemischt. Ja, und es muss gerade trocknen. Und ich habe es aber noch nicht komplett angemalt, wie man sieht, also da, wo meine Finger sind, nicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die praktischste Methode, das zu machen, aber ich habe einfach mal gemacht. Jetzt muss ich das ein Weilchen so halten. Und dann kann ich weitermalen, die zweite Schicht drüber machen und da malen, wo meine Finger sind. Ich habe jetzt eine bessere Lösung gefunden. Da die Sonne eh total runterknallt, kann ich das Ganze auch hier hinstellen. Und die Stellen, wo die Farbe eben weggeht, kann ich ja einfach wieder übermalen. Es ist jetzt sicher eine Stunde oder so vergangen. Und ich habe irgendeine Beschäftigung gesucht und habe mich dann aus Versehen auf YouTube hier verloren. Und ich habe dann so etwas entdeckt, was sich Joanna Kedia oder so ähnlich nennt. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Es ist toll. Und ja, ich mache jetzt hier einfach mal weiter. So, ich habe jetzt das Neongrün übermalt, weil die Farbe einfach total billig ist. Und deswegen kaum Farbpigmente drin sind und es kaum deckt. Und das ist furchtbar. Was gibt's sonst noch so? Ich habe aus Versehen den Trichter, den mein Freund selber gebastelt hat, weggeworfen, weil ich dachte, es wäre Müll. Ups. Und ja, wahrscheinlich mache ich jetzt noch mal eine Schicht drüber mit Neongrün, weil da ist jetzt eh schon genügend Farbpigment da mit Grün. Und ja, dann habe ich trotzdem noch Neongrün. So, ich habe jetzt mit UV-Leuchtfarbe, wie nennt man das, Streifen hingemacht. Sie sind überhaupt nicht gleich geworden. Und was ist noch so passiert? Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Vielleicht schneide ich es nachher wieder raus. Warten. Also, es gibt jetzt hier so Punkte. Vorhin ist mir schwarze Farbe hier oben drauf gekleckert. Und ich habe es aus dem Glück noch weggekriegt und das Ganze retten können. Aber selbst wenn es drauf geblieben wäre, man kann es ja auch immer übermalen, von dem her. So, hier kommt jetzt ein erleuchtetes Auge hin. Und ich habe da so ein bisschen versucht, ja, einfach in die flüssige Farbe reinzumalen. Als erstes kam mir diese Katze hin. Ich habe mich dazu entschieden, nur die Augen zu malen, weil ich das dann irgendwie trippiger finde. Dann hier das Wombat. Und hier die Maus. Der Katze habe ich so ein dunkleres Muster gegeben auf dem Rücken und am Schwanz. Hier das Wombat hat Kringel bekommen. Und hier konnte ich mich tatsächlich nicht für eine Farbe entscheiden, weil ich irgendwann mal die Erkenntnis gehabt habe, dass ich im Prinzip alle Farben bin, da ich ja alles bin. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Und ja, einfach mal ja, bei jedem Pinselstrich eine andere Farbe genommen. Also bei jedem Mal, wo ich neue Farbe gebraucht habe. Und dann immer wieder unterschiedlich in die verschiedenen Farben einfach den Pinsel reingetan und das ist dabei rausgekommen.
Jetzt ist das Wombat ein kiffendes Wombat. Ich werde hier aber noch ein paar Mal mit Weiß drüber gehen, damit der Rauch ein bisschen realistischer aussieht. Also, ich habe hier zuerst eben dieses relativ flüssige Weiß gehabt. Dann habe ich einen Teil von dem Wasser abgetupft. Und dann bin ich mit trockener Farbe nochmal drauf. Und hier habe ich dann auch noch diese Lichtstrahlen hingemacht. Oder Schwingungen, je nachdem. Naja, Lichtstrahlen sind auch Schwingungen, egal. Ja. Und jetzt kommt nur noch das Weltall. Oh nein, als ob. Oh, fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, ich glaube, es ist sogar noch heil. Sowas passiert mir ständig. Nur das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich sowas gefilmt habe. Ups. Ich habe jetzt hier noch so ein UFO hingemalt. Ja, verschiedene andere Sachen. Hier so auch so Planeten, eine Sonne. Ja, hier auch noch Zeug. Und ich habe mich dazu entschlossen, hier ins Auge auch noch so kleine Punkte reinzumachen. Ja, also diese Punkte sollen halt Sterne darstellen. Und hier so im Auge sollen halt so die Sterne so am meisten so auf engem Raum sein.